Der blaue Bob kommt. Bilder aus vergangenen Fernsehzeiten. Wer in den 50er Jahren bis in die 80er diese Autos durch Hessen fahren sah, der wusste, der blaue Bock ist im Anmarsch. Allen voran natürlich Heinz Schenk. Quer durch Hessen war er unterwegs mit seiner Kultfernsehsendung zum blauen Bock. Ab nach Kassel, heißt es voller Sympathie. Ja, in Michelstadt im Odenwald, da lebt sich's wunderschön. Auf nach Offenbach, dieser schönen Stadt am Main. Großgrotzenburg in Hessenland ist vielen Leuten unbekannt. Heute geht's nach Kelsterbach, jener Stadt am Main. Eschwege grüßt in nah und fern die Zuschauer im Land. Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt, die viele alte Bauten hat? Sie liegt am Werra-Strand. Aber auch ein paar Abstecher ins Ausland gab es. Der Blau und grüßt aus dem schönen Land. Ja, in Liechtenstein, ja, in Liechtenstein, nun hier tut sich allerhand. In Vaduz genau springt der Bock, der Blau, und grüßt aus dem schönen Land. Und grüßt aus dem schönen Land. Heinz Schenk, meistens lustig, manchmal auch nachdenklich. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Uns allen hat Heinz Schenk ein großes Erbe hinterlassen. Dafür muss ein Hesse ihn einfach lieben.